Auf einer Wiese bei Altdorf ist der Hut vom Landvogt Gessler auf einer Stange angebracht. Neben dem Hut stehen Söldner, die darauf achten, dass jeder, der den Hut passiert, ihn auch ehrerbietend grüßt. Nachdem Wilhelm Tell den Hut ignoriert, wird er verhaftet. Es kommt zu einem großen Tumult. Seine Landsleute wollten Tell helfen. Doch in dem Moment trifft der Landvogt ein. Jener bestimmt, dass Tell zur Rettung beider Leben seinem Sohn einen Apfel mit der Armbrust vom Kopf schießen soll, aus einer Entfernung von 80 Schritten. Stopp! Warum grüßest du nicht den Hut meines Herrn? Sie sind verhaftet. Macht Platz! Sagt, wo ich hinstellen soll. Der Vater trifft den Vogel ja im Flug. Er wird nicht fehlen auf das Herz seines Sohnes. Herr Landvogt, rührt euch nicht die Kindesunschuld? Man bindet ihn an die Linde dort. Nein, ich will nicht gebunden sein. Ich werde stillstehen wie ein Lamm. Ans Werk. Öffnet die Gasse, macht Platz! Was denn? Ihr zittert ja. Mir schwimmt es vor den Augen. Oh Gott im Himmel. Erlasset mir den Schuss. Hier ist mein Herz. Ich will nicht dein Leben. Ich will den Schuss. Oh Herrgott. Vater, schießt. Ich fürchte mich nicht. Herr Landvogt, ihr werdet es doch nicht weiter treiben. Es war doch nur eine Prüfung. Den Zweck habt ihr erreicht. Ihr schweigt, bis man euch ruft. Oh Gott, ihr reizt den Wütenden noch mehr. Gefallen. Der Knabe lebt. Der Apfel ist getroffen. Er hat geschossen wie der Rasende. Der Knabe lebt. Kommt zu uns, guter Vater. Vater, hier ist der Apfel. Wusste ich's ja, dass du triffst. Der Schuss war gut, doch wer ihn denn getrieben hat. Gott sei gelobt. Gebt der Mutter ihren Sohn. Das war ein Schuss, von dem wird man reden. Oh Gott, der Apfel. Mitten durchgeschossen. Doch sagt nun, was wolltet ihr tun mit dem zweiten Pfeil? Wohlan, Herr, ich will euch die Wahrheit sagen. Mit diesem zweiten Pfeil hätte ich euch getroffen, wenn ich das Herz meines Kindes getroffen hätte. Ich habe nun euren bösen Sinn erkannt. Ich will euch nun verwahren lassen. Geht fort mit ihm. Ihr wollt ihn außer Lande führen? Das dürft ihr nicht. Das widerspricht unserem Freiheitsbrief. Wer klug ist, der lerne gehorchen und schweigen.